Damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Trophäen-Video-Leitfaden, welchen ich heute mal zeige. Wir hatten da den ersten Teil schon gespielt. Das ist jetzt im Prinzip nochmal ein weiterer Part, also das ist eine kleine Miniserie. Und das Erste, was wir natürlich machen, ist einmal in den Settings alles umstellen, dass wir natürlich alles nach vorne spulen können und auch eine recht schnelle Geschwindigkeit haben. Wenn wir das haben, gehen wir einmal zurück ins Hauptmenü und starten ein neues Spiel. Vorab schon mal, dieses Mal ist es recht simpel, wir müssen auch nicht mit Saves arbeiten, wir können also die komplette Platin-Trophäe in einem Durchgang holen. Ihr seht jetzt im folgenden Video alle Optionen, welche ich im Prinzip ausgewählt habe, beziehungsweise die richtigen Antworten, und dann wünsche ich euch viel Spaß beim selbst Nachmachen und bei eurer neuen Platin.
Thank you.
An dieser Stelle sind wir jetzt auch schon ans Ende gelangt. Ihr seht, das ging jetzt eigentlich recht schnell und schon haben wir eine neue Platin-Trophäe und ihr habt auch eine neue für eure Sammlung. Das war's jetzt zu dem Spiel Vera Blank Ghost in the Castle und dann werden wir uns spätestens im nächsten Trophäenvideo wiedersehen oder beziehungsweise wieder hören. Dir hat das Video gefallen? Dann lass gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo auf diesem Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Im Übrigen findest du mich auch auf Twitch, Discord und anderen Plattformen. Alle dazugehörigen Links findest du unten in der Beschreibung.